zurück bei Ark Survival Evolved, das Center mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tibra. So, wir haben brav gefarmt und außerhalb der letzten Aufnahme habe ich für das Kackstiefele eine Gefährtin gefunden, und zwar die kleine Pissnelke. Hallo, kleine Pissnelke. Passend zum Kackstiefel der Pissnelke. Genau. Ja, er freut sich auch riesig. Ja, sehr wir gut. Haben vor der Aufnahme schon kurz geplaudert, was wir vorhaben und machen wollen. Ich glaube, das letzte war ein Zeitraffer, wo wir gefarmt haben. Ja, stimmt. Und jetzt hätten wir vor, dass wir diverse Tinos tämen. Mhm. Und zwar beginnen wir mit dem Stego da drüben. Warte mal, was brauche ich denn da alles? Ich habe 19 Betäubungspfeile, ich schätze, das wird reichen. Soll ich irgendein Futter oder was mitnehmen? Ich habe auch noch 20, ich habe einen Akku-Beris, einen Stack da und ich habe einen Stack Meo-Beris mit. Okay. Wenn du vielleicht... Nein, die Dings, die Fleischfresser können wir nicht mitnehmen. Ich überlege gerade, ob es gescheit ist, wenn wir irgendeinen Triceratops oder so mitnehmen, aber ich glaube, wir gingen ganz alleine. Ja, na gut, dann laufe ich mal los, oder? Wir haben einiges gefarmt, das hat man da gerade gesehen, wenn wir auf dem Baumaterial. Mhm. Wir wollen auch den Steg fertig machen, aber das kommt dann alles im Anschluss, so starten wir. Okay. Nutzen wir den Tag, die Aufnahme. Badele. Gut, ich komme da auch gleich hinterher. Mhm. Oh. Ich hoffe, er ist noch da, der Stego. Ja, da ist er. Ich muss kurz beim Sound was umstellen. Bei mir ist es jetzt sehr leise. Okay. Ja, bei mir ist laut genug. So, was... Oh, da unten, glaube ich, ist Apache. Schauen wir mal, wie sie jetzt die Kiste anhört. Ja, es geht. Erhöhen natürlich. Nicht alles überhören. So, oh, ich brauche... Schreck. Was? Schreck, oh Schreck. Ich dachte, da kommt irgendein... der Ziraptor oder so. So, ich laufe schon hinterher. Mhm. Du könntest eigentlich gleich auf den Felsen da rauf. Okay. Oder? So, kann man da rauf? Auf den vorne, meinst du? Ja. Ja, ja. Auf den da. Ich glaube aber, der ist zu klein, da kommt er auch rauf. Ne? Und na, wir holen ja dann hin und her. Einmal schießt du ihm an, einmal ich. Ups. Die würde einem anschießen und würde zu dem anderen Felsen retour laufen und schauen, dass ich dort drauf komme. Oder ich laufe da bei dem Felsen, wo du stehst, rundherum. Das wird sicher lustig zum Ansehen. Geht's? Okay. Du musst los sagen. Ich hab gestartet. Wo läuft denn der hin? Ah, jetzt kommt er. Na, der schnellste ist er nicht. Oh! Er hat mir ordentlich eine gewichst. Liegt er schon? Ah, da ist er! Haha, shit! Ja, sag einmal, wie viel frisst denn der? Einiges. Ich hab schon 7 Pfeile in den rein. Und das hätte ich in der Kuse, ja klar. Ich bin am draufgehen, glaube ich. Ja, dann hör auf, mal vorläufig. Das beschäftige ich ihn. Er ist ja nicht allzu schnell, das ist ja der Vorteil. Mhm, ich futtere mich hoch. Da läuft er, der Anduin. Wenn das so weitergeht, bleiben mir keine Pfeile über.
Ah, jetzt haut er ab. Jetzt wirkt. Okay, ich komme. Bist du sicher, dass es wirkt? Jetzt liegt er. Alles klar. Na bitte, gleich vor der Haustür. 16 Pfeile. Alter. Mir da auch einiges geschluckt. Okay. Level 95. Okay. Das könnte aber der Grund sein. Aber schön ist er. Jo. Oh, meine Lederhandschuhe. Meine Lederhandschuhe sind draufgegangen. Hallo Petschi, was bist denn du? Oh, Level 70, ein bisschen was. Gut. Level 95, bitte. Also grundsätzlich nicht schlecht wäre, aber man sieht jetzt bei mir gerade seine Werte, das muss ich mir jetzt einmal genauer anschauen, wenn er dann getankt ist, ob die so bleiben. Der hat 13.700 in Nahrung, also ein Haufen Punkte für nichts vergeben. Okay, es gibt aber ein Rezept, da kann man das alles durchsetzen und neu vergeben. Ja, das ist sehr gut. Habe ich gelesen, ja. Ich muss noch schauen, was wir dafür brauchen. Naja, eine Schönheit ist ein Karma. Fertig ist, dann haben wir nämlich gleich das nächste vor. Und zwar einen Pteranodon. Mhm. Also der Stego wird jetzt dann nur geparkt bei uns im Hof. Wenn wir gesagt haben, wir sehen den nicht so häufig da bei uns in der Nähe. Ja, den haben wir einfach mal zum Zoo hinzugefügt. Genau. Weil er da war. Ja. War eigentlich für den schon einen Namen. Nein, was hättest du denn gern? Was Adeliges auch, oder? Nein. Adelig wären die... Die Meute. Die Meute, genau. Ui, der dauert. Gut. Ich bin eigentlich eingestellt, dass das Teaming schnell geht. Okay. Brauchst du noch Mios oder irgendwas? Das passt das. Da liegt ein Ei herum, um das sich keiner kümmert. Ich schaue jetzt gerade. Ist das jetzt wieder weg? Was das ist? Ah, ein Patchy-Ei. Ups, der wird mich wahrscheinlich jagen, wenn ich ihm das Ei wegschnappe. Gut, das lassen wir. Na, Timing Speed ist eh nach oben. Ja. Passt. Schaut gut aus. Jetzt wird wahrscheinlich wegen seinem Level 95er sein. Klar. Ja, und wenn wir dann im Pteranodon haben, dann hätten wir vor, dass wir einen ersten großen Fleischfresser farmen, themen. Weil
Mit dem Pteranodon, also mit einem irgendeinem Flugtier jetzt schön von oben mit den Narkosepfeilen anschießen kann. Das Thema, was wir haben werden. Nein, wo sind meine? Wo sind die Narkoberes? Die Trottel habt ihr jetzt rausgeschmissen. Okay. Oh du Kacke. Warte, hast du noch welche? Narkoberes habe ich glaube ich keine, aber ich organisiere welche. Bin schon. Na dann rein schnell. Ah, da links. Hab schon. Okay. Da links. Ach Gott. So, drinnen sind sie. Na, no, der Bursche hat schon 30 weggemampft. Schauen wir mal, wie weit er ist. Oh ja. Am Sammeln für den jungen Herrn. Na, wir haben ja oben auch welche. Ja, weil wir die ja was anderes auch noch brauchen. Na, ich glaube, mit dem Eobär ist, da kommt er schon durch. Achso, du meinst so normale Bären dann? Außerdem brauche ich Fasern. Und wir haben noch keine Sichel. Ja, das ist auch ein Grund, warum wir den Pteranodon haben wollen, damit wir Gegend erkunden können, ob wir irgendwo Metallvorkommen haben in der Nähe. Jetzt bräuchte man dann schon langsam relativ wichtig werden, jetzt dann Erze, Metallvorkommen. So, ich laufe einmal rauf, weil es jetzt voll mit Narkosemittel und hol die restlichen Narkobiere, so das geht sich nicht aus. Okay. Mit dem habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum der. Aber gut, der gehört halt schon zu den größeren. Und nur den Level. Ich habe in ihm einen kleinen Bärenmix reingelegt. Ihr wisst ja, wir haben ja über den ARC-Server-Manager den Taming-Speed erhöht, damit es nicht zu fad wird. Wenn da dann, also nicht 8 Folgen kommen mit Taming von einem Saurier. Man könnte man natürlich auch als Zeitraff verbringen, aber ehrlich gesagt, das ist für uns dann auch eher nicht so prickelnd. Auf einem ARC-Server haben wir mal versucht, irgendeinen größeren, was war denn das damals, was wir farmen wollten? Da haben wir dann nach 4 Stunden, glaube ich, abgebrochen, oder? Weil wir noch immer nicht bei der Hälfte waren. War, glaube ich, ob das nicht eher ein größeres Strike war? Ja, ich glaube, es war so ein Stego, glaube ich. Ja. Echt? War es ein Stego? Ich habe bis jetzt ehrlich gesagt noch keine Erklärung zum Thema, dass wir so extrem hochlevelige Dinosaurier da antreffen. Entweder ist es durch das Primitive Plus, dass das die Saurier von Beginn an eher in die Höhe schraubt. Hmm.
bei NARC Server Manager durchgeschaut, also da würde mir auch nichts einfallen, wo ich das einstellen kann. Okay. Es gibt natürlich, maximale Punkteanzahlen und Levels, die es kriegen können, aber das heißt dann nicht, dass wir gleich starten mit dem. Sag mal, was trägt denn der Gewicht der Bursche? Momentan ist er auf 580. Ah, es scheint relativ viel zu sein. Da kann ich ja immer ein bisschen Holz gleich reinladen. Du kannst da schon reinstopfen, ja. Okay. Na, dann stopfen wir mal an den Burschen. Reinstopfen. Autsch, das wollte ich nicht. Ey, der Petschi schiebt mir dort gerade durch die Gegend. Wie sind wir mit der Effektivität unterwegs? 99,2, ja, das hört sich gut an. Ich glaube, ich sollte mal ausladen. Narco-Berries, Mayo-Berries, Holz. Tu da was Holz bei mir rein. Okay. Ich glaube, das sind die Effektivität von, wenn er angestopft ist. Ich bin mir nicht sicher, aber er zeigt das da an. 99,1, ich tue mal was rein und schaue, ob das eine Auswirkung hat. Ansonsten nehmen wir es ihm gleich wieder raus. Oh, das hat nicht wirklich eine, aber gut. Die 50 Holz merkt er ja nicht einmal. Na gut, dann holen wir mehr Holz. Ja, was haben wir noch vor? Ich will meine Meute, die gemeuchelt wurde von einem Konto, will ich erweitern auf 10 Mitglieder. Ich will ein richtiges Jagdgeschwader. Hatten wir überhaupt schon Aufnahmen seit dem Zeitraffern, wo das passiert ist? Nein. Aha, okay. Ja, was soll man sagen? Wir hätten ja vorgehabt, mit 2, 3 Zeitraffer Ressourcen zu farmen, was auch in der ersten Stunde sehr gut funktioniert hat. Ich habe dann leider aufgrund der hohen Reichweite, die die Brontos haben, habe ich beim Abbauen von, ich glaube, einem Stein war es, habe ich einen Bronto erwischt. Daraufhin ist mein Triceratops auf den losgegangen. Der Bronto war leider nicht alleine, sondern in einer Beziehung. Damit hat sich der zweite Bronto angeschlossen, sie haben meinen Triceratops vernichtet. Dann sind der Tibre ihre, ihre Jagdrudel, ist da auch dazu gestoßen und hat begonnen auf die Brontos loszugehen und die haben leider auch nicht alle überlebt. Und zu allem Überfluss ist dann noch ein Carnosaurus gekommen, der hat mich dann erwischt. Nachdem ich dann endlich retour war, also das erste Mal bin ich gespawnt da bei uns.
Nachdem ich retour war, hat mich, glaube ich, noch einmal der Kano oder dann der T-Rex gefressen. Ja, und dann war ich irgendwo auf einer anderen Insel, also es war eine Odyssee. Desaster. Es war ein Desaster. So, wie schaut's aus mit dem Burschen? Braucht er noch Narkotik? Er braucht Narkopiris. Okay, dann. Ich habe den ersten Stack fast weg und bin noch nicht bei der Hälfte. Okay, ich kümmere mich drum. Ein paar werde ich schon da klingen. Du auch nicht. So. Gut. Wie schaut's zeitmäßig aus? Haben wir die 21 Minuten erreicht? Okay. Ja. Wenn es euch gefallen hat und schaut das nächste Mal wieder rein, wenn es heißt Ark Survival Evolved mit Anduin und Tiber und wenn wir schon mit dem Steg unterwegs sind. Ciao.